Willkommen, willkommen von der Komplex 17. Wir sind hier bei MSI und haben das GE63VR in der Hand. Ein 15,6 Zoll Notebook mit Full HD oder UHD Auflösung. Und wie ihr schon vom Namen her hört, ja, hier haben wir eine VR-Hardware drin. Also ihr könnt hier auch mit einer externen Brille, wenn ihr so wollt, auch zocken. Denn wir haben hier eine GTX 1070 drin und natürlich den neuesten Intel-Prozessor, was wir euch gleich zeigen werden, wenn wir hier kurz die Windows-D-Taste drücken und auf den Desktop zurückgehen und natürlich hier das schöne MSI-Logo sehen, gerade hier bei dem Full-HD-Modell und dann natürlich euch gleich auf die technischen Daten vorlesen oder zeigen können, wenn wir hier ganz kurz reingehen und hier euch zeigen, dass wir ein i7 natürlich drin haben, aber nicht der Mobile-Generation, sondern der Desktop-Prozessor und dann entsprechend auch noch hier bis zu 16 GB RAM, aber natürlich könnt ihr selber eure technischen Daten auswählen, wie ihr wollt, beziehungsweise natürlich auch zwischen SSD und Festplatte, die 1 TB-Festplatte gerade zum Beispiel drin und 500 GB SSD, natürlich dann auch sehr viel Speicherplatz zum Zocken. Anschlussmäßig, wir sehen können, unsere USB 3.0-Anschlüsse sind beleuchtet. SD-Karten-Slot und Lüfter und Strom kommen entsprechend dann hier rein. Das Display lässt sich super weit nach hinten klappen, macht natürlich Spaß. Von hinten haben wir dann natürlich ein paar Lüfter. Das weiterhin wunderschöne MSI-Logo mit dem Treffen. Hier leicht rot leuchtendes Design noch. Und auf der nächsten Seite gerade hier festgemacht, damit es natürlich niemand mitnimmt. Ein Lüfter daneben, ein Netzwerkanschluss, HDMI, ein nicht USB-C, sondern DisplayPort. Daneben wieder ein USB-Anschluss, der beleuchtet ist, 3.0. Und dann hier ein Thunderbolt 3-Anschluss, Kopfhörer und Mikrofon auch natürlich hier in dem schönen Metallgehäuse dann drin. Wie ihr gerade sehen könnt, die Tastatur ist schön in verschiedenen Farben hier beleuchtet. Können wir natürlich selber so konfigurieren, wie wir wollen. Und das Trackpad auch so gelegt, dass es mittig zur Tastatur ist und nicht auf die ganze Breite. Ich zeige euch noch ganz kurz die Unterseite und dann sind wir auch schon ganz schnell durch bei diesem wunderschönen Gaming-Notebook, dem MSI GE63VR. Wie ihr sehen könnt, man kann sogar noch ein bisschen die innere Hardware sehen, die entsprechend hier, wie ihr sehen könnt, genauso aufgebaut ist, damit wir schöne Kühlung natürlich noch drin haben. Mein Name ist Marc Kral, das war hier nochmal das GE63VR-Notebook von MSI, bald in Deutschland auch erhältlich. Schaut euch den Amazon-Rekord an. Für mehr Informationen bis dahin, mein Name ist Marc Kral und von der Zuschauer von der Komplex 17.